Schotte, mein Name. Sagt mir leider gar nichts. Firma Lausen, Tatort. Sagt mir auch nichts. Reinigung. So, so. Ja, ich soll hier putzen. Wie war der Name? Schotte, Heiko Schotte. Sie sind verabredet? Ja, sicher. Der Name? Habe ich doch gerade gesagt. Schotte, Heiko Schotte. Mit wem Sie verabredet sind? Ach so, ja, das weiß ich nicht. Also ich... Kann ich Ihnen leider nicht viel Hoffnung machen. Probieren Sie es auch später nochmal. Wie später? Eher in einer Woche oder in einem Monat. In einem Monat? Oder in einem Jahr. Hä? Also nochmal langsam. Mein Name ist Schotte, ne, von der Firma Lausen. Und ich habe hier einen Auftrag für heute, für eine Tatortreinigung. Aha, für eine... Tatortreinigung. Ach, so. Und Sie sind? Der Tatortreiniger. Das sagt mir irgendwas. Ach, na also. Hallo. Und jetzt wollen Sie wohin? Naja, zum Tatort, ne? Irgendwo muss das ja hier einen Unfall oder einen Mord gegeben haben. Tatsächlich? Ja, das müssen Sie doch wissen. Ja, womöglich in der 31. Aber sicher bin ich nicht. Hier unten bekommt man vieles gar nicht richtig mit. Wie wär's denn, wenn Sie mal bei jemand anrufen, der ein bisschen mehr mitkriegt als Sie? Ja, ich bitte um Entschuldigung für die Störung, aber hier ist ein gewisser Schotter. Schotte, ohne R. Wie der Schotte. SCH, Otto, Thomas, Emil Schotte. Emil Schotte? Nee, Heiko. Und warum sagen Sie denn das? Damit das kein Missverständnis gibt. Sie sagen Emil statt Heiko, damit das kein Mverständnis gibt? Das Emil bezieht sich auf das Schotte-E. Mhm. Und was ist mit Heiko? Kann ich mal? Moment. Schotte. Ist der Vorname Heiko? Ja. Ja, genau. Warum haben Sie das ja nicht gleich gesagt? Ja, richtig, Tatortreiniger. Ja, verstehe. Und jetzt soll er in die 31? Ach so. Das heißt dann also... Ja, ich werde es ihm ausrichten. Dankeschön. Nun ja, das hat wohl alles seine Richtigkeit, aber es dauert noch ein bisschen. Man ist sich über die Todesarten nicht ganz einig. Ach, Spusi ist noch da? Es sind alle da. Allein 27 Spezialisten, Experten, Analytiker und die komplette Riege von ganz oben, also von ganz oben. Und es gibt auch eine große Diskussion auch über das weitere Verfahren in dieser Situation, wie man das kommuniziert. Ich vermute mal, es geht um jemand Besonderes, also ein Promi oder so. Setzen Sie sich doch. Jemand holt Sie ab, wird Sie über alles informieren. Das ist alles höchst geheimnisvoll. Eine Frage noch. Wo sind denn die Toiletten? Oder ist das auch ein Geheimnis? Ich habe so einen Hals. Das ist das allerletzte Mal. Jetzt kriegen Sie sich mal wieder ein. Ich bin Kriminalhauptkommissar. Ich habe meine eigenen Fälle. Könnt ihr nicht noch mal vorbeikommen? Ihr seid doch eh gerade in der Nähe. Nur weil ich eh gerade in der Nähe bin, habe ich nichts anderes zu tun. Und bezahlt wird's natürlich auch nicht extra. Nicht? Nee, läuft unter Gefälligkeiten für Kollegen. Und wissen Sie, was mich auch so aufregt? Wissen Sie, was mich aufregt? Dass Sie sich immer aufregen. Sie regen sich wortreich auf und ich darf Sie dann beruhigen. So, Alter, jetzt reg dich mal nicht so auf, jetzt kriegen Sie sich mal wieder ein und so. Ja und? Ich würde mich auch gerne mal aufregen dürfen. Ich würde auch gerne einfach mal unkontrolliert meine Emotionen raushauen. Ja, dann machen Sie doch. Jetzt? Ja, holen Sie tief Luft und lassen es raus. Lassen Sie einfach mal alles so richtig raus, Frau König. Ja, nee, so spontan kann ich das jetzt auch nicht. Aber ich meine halt so insgesamt so. Aha. Jedenfalls, wenn du mich noch mal anrufst. Nee, nee, so viel ich weiß, machen Sie jetzt hier dicht. Ach, echt? Ja, das war der letzte Fall. Nee, ist nicht gut. Guck mal da. Guck mal da, wir machen gründlich. Guck mal da in die Ecke. Ganz scheiße. Ganze Scheiße in der Ecke muss weg. Ja, aber... Ja, was? Ja, aber. Ja, aber. Ganzen Tag. Ja, aber. Komm, wir machen gründlich, mein lieber Gesangverein. Komm, mach weiter. Mach Brille hoch. Nimmst du Bürste, machst du rein. Ganz tief musst du, ganz tief runter. Guck doch mal. Musst du ganz tief in die Kacke rein. Komm, mach. Und du musst schneller, du bist zu langsam. Wenn du so langsam, dann aber ganz schnell Job weg. Aber ganz schnell. Ich sag immer, wenn Kacke weg, dann Kacke weg. Heide, tiefer, immer tiefer rein, Heide. Nicht kotzen jetzt. Wenn du kotzen, musst du auch wegmachen, die Kotze. Trotz großer Proteste soll mit der Zuschüttung der Innenalster noch in diesem Jahr begonnen werden. Grund sind die immer weiter explodierenden Kosten der Wasserfontäne. Das dadurch entstehende Bauland soll für Wohnimmobilien und Geschäftsräume verwendet werden. Gina Hötzinger hat einen neuen Freund. Die erfolgreiche Sängerin wurde gestern wildknutschend auf dem Dom gesehen. Ja. Doch, sicherlich. Ich erlaube mir nur anzumerken, dass das mit einem gewissen Aufwand verbunden wäre, der finanziell und auch zeitlich. Selbstverständlich, gut. Ja, mache ich sofort. Und jemand von der Technik in den Konferenzraum, bitte. Es geht um den Kristalllüster. Dankeschön. Und? Es dauert nicht mehr lange. Man ist sich wohl endlich einig, Tod durch einen abstürzenden Kronleuchter. Und da brauchen die 27 Spezialisten, um das rauszukriegen? Es geht doch nicht nur um die Todesursache, es geht doch auch um die metaphorische Dimension. Ah. In diesem Fall zum Beispiel vom Glamour erschlagen oder die tödlich unberechenbare Glitzerwelt. Aufregung im Tierpark Hagenbeck. Das Walrossbaby Fronecke ist verschwunden. Wie ein Tierpfleger berichtete, war Fronecke zur Fütterzeit nicht am Futterplatz. Eine sofortige Suchaktion im gesamten Tierpark blieb bisher erfolglos. Da Fronecke als ausgesprochen verfressen gilt, ist es unwahrscheinlich, dass sie sich freiwillig vom Futterplatz entfernt hat. Die Polizei geht deshalb vom Diebstahl aus. Noch immer fahndet die Polizei nach Janis Gillmann, der heute Morgen aus der Justizvollzugsanstalt geflohen war. Gillmann war wegen Totschlag zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Die Flucht gelang ihm, nachdem er mit Hilfe von Seife und schwarzer Schuhcreme sich eine Revolverattrappe gebaut hatte und damit den JVA-Bediensteten bedrohte. In Hamburg-Lockstedt kam es heute zu einem tragischen Ereignis. Aus ungeklärten Gründen kam dort ein Mann zu Tode, der sich in dem Gebäude als Putzer aufhielt. Die Polizei geht davon aus, dass ein in der Nähe der Leiche gefundener Blumentopf die Todesursache ist. Ob der Blumentopf nun zufällig auf den Mann gefallen ist oder absichtlich geworfen wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Mann war alleinstehend, hatte aber auf Facebook ungewöhnlich viele Fans. Vor dem Gebäude versammelten. Entschuldigung. Was ist das hier eigentlich für eine Firma? Ich meine, was wird denn hier eigentlich gemacht? Keine Ahnung. Leider so. Zu sehr aus dem Ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass hier Wartezeit auch Arbeitszeit ist und dass ich das alles in Rechnung stellen muss. Und außerdem habe ich nachher noch was anderes zu tun. Wie schön für Sie, dass es danach gleich weitergeht. Ja, es ist eine Party. Ein Kumpel von mir legt da auf, ne? Und ich hoffe, ich bin dann auch gut aufgelegt. Guten Tag, mein Name ist Nalane Gidombele. Ich habe einen Termin mit Frau Tia Güren. Moment, bitte. Sind Sie zufällig aus Angola? Warum möchten Sie das wissen? Naja, weil wir hätten fast mal geheiratet. Also Sie wissen schon, wir kennen uns nicht, aber naja, Sie wissen schon. Ich habe sie mir ganz anders vorgestellt. Also wegen Nalani jetzt, wegen Himmelszelt und... suchen Sie zufällig noch jemanden? Also als Ehemann? Ja, hätte ja sein können, ne? Das weiß man ja nicht, sowas. Manchmal gibt's ja so merkwürdige Zufälle. Merle? Merle? Der junge Mann, der da eben stand, ne? Haben Sie gesehen, wo der hingegangen ist? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also irgendwas ist heute komisch. Im Sinne von lustig oder anatomisch? Im Sinn von... Ja, Chef, ich bin's. Ich hatte vorhin schon mal... Wie mit W? Mit Schotty. Schotty! Oh, Chef, hier ist Heiko! Ich bin jetzt hier gerade in diesem... Falsch verwählt, sehr lustig, ja. Nee, ich bin jetzt gerade hier... Chef. Oh, Mensch. Kein Anschluss unter dieser Nummer, das gibt's doch gar nicht. Gerade eben noch mit dem gesprochen. Ja, das ist eben diese schnelllebige Zeit. Alle gut. Wer ist das? Den hab ich mal angebackert. Der da? Ja. Der traut dir. Ich glaube, ich gebe... Nee. Lass. Ja, alles klar. Gut. Ein Elefant. Also das ist ein Kronleuchter, ist runtergekommen und hat einen... Nein. Der Kronleuchter wurde durch einen Elefanten ersetzt. Was... Also, da hat einer statt einem Kronleuchter... Einen Elefanten? Nee, kapier's gerade nicht. Das müssen Sie doch auch gar nicht. Mein Gott, dafür sind Sie doch gar nicht verantwortlich. Ja, nee, aber oh, ist gerade ein bisschen komisch. Moment. Ja? Oh. Ich verstehe. Ich denke, der Affe, der steht noch zur Verfügung. Ein Affe, also. Der Elefant wurde durch einen Affen ersetzt. Der Elefant? Wurde durch den Affen ersetzt. Wir brauchen den Affen. Das wäre teuer. Aber vermutlich günstiger als ein Elefant. Also ich gehe jetzt. Ich weiß nicht, was das hier soll und was hier gespielt wird, aber ja, ich gehe jetzt. Es ist verständlich, ratsam, aber ist es nicht. Warum nicht? Sie haben eine vertragliche Verpflichtung. Ja, aber ich muss mich ja hier auch nicht verarschen lassen. Moment. Ihr subjektives Empfinden ist leider, was Ihre vertragliche Verpflichtung angeht, nicht von Belang. Hör doch mal auf damit! So, ich will jetzt sofort wissen, was hier los ist. Wo muss ich hin? In die 31, richtig? Absolut. Wo ist denn die Treppe? Gestrichen. Wie gestrichen? Das kann ich Ihnen so nicht sagen. Vermutlich war sie zu teuer. Ja, aber ich bin klaustrophobisch. Auch zu teuer. Für dieses Mal müssen Sie auf die Klaustrophobie verzichten. Ja, aber ich kann doch nicht einfach... Das kann man doch nicht einfach so abliegen. Ich denke doch. Wie soll das denn gehen? Sagt Ihnen der Begriff Weisungsempfänger etwas? diese Klaustrophobie doch nicht einfach abliegen. Als ob das so ein alter Hut wäre oder was. Gehört doch zur Persönlichkeit dazu. Oh. Das hat was mit Angst zu tun und mit Panik. Das hat damit zu tun, dass meine Schwester mich früher... Oh. Oh. Mir schwerer vorgestellt. Oh. Ja? Ja, ich verstehe. Gut. Kein Affe? Ja. Mhm. Ja, das ist dann sicher auch günstiger. Mhm. Erdgeschoss. So ein Unsinn. Erdgeschoss. Wo wollen Sie denn hin? Ins Erdgeschoss. Was soll denn das sein? Ein Erdgeschoss? Ein Geschoss aus Erde? Wer schießt denn heute noch mit Erde? Und warum? Hallo? Guten Tag. Ich hätte einen Job für Sie. Aber ich friere mir nicht wieder den Arsch ab. Oder heißt das womöglich, man wird in die Erde geschossen? Macht sich denn niemand Gedanken darüber, was Wörter bedeuten? Moin. Moin. Mann, bin ich froh, euch zu sehen. Ich dachte schon, ich werde verrückt oder sowas. Wo müssen wir denn hin? 31. 30. Ich sagte die 31. Ja, und wisst ihr was? Mord, auf jeden Fall, das ist schon mal klar. Ja. Einer aus der Putzkolonne. Der Tote, nicht der Mörder. Ich dachte, ein Promi. Hä? Ja, es würde sich so an. Ich denke, es war der Gärtner. Spacken, wieso Gärtner? Na, sagt man doch. Du bringst mich noch ins Grab. Wie stellst du dir das vor? Alleine. Und wisst ihr wie? Kronleuchter. Nein, eben nicht. Ein Blumentopf. Was, doch kein Blumentopf? Wohl mit anschließender Entnahme des Herzens. Boah. Hab ich gehört. Ja, du hast auch mal gehört, dass Rauchen nicht gesundheitsschädlich ist. Ja, aber das war ein Irrtum. Jedenfalls sind da Leute involviert. Ich sag mal so, von oben. Ganz, ganz oben. Ja, fahrt ihr das schon mal vor. Ich komme dann gleich nach. Moment mal. Hallo? Das sind meine Sachen. Oh, stopp! Hallo? Oh. Hallo? Wer hat meine Sachen mitgenommen? Keine Sorge, ist alles quittiert. Ihr könnt doch nicht einfach meine Sachen mitnehmen, die brauche ich noch. Spinnt ihr jetzt hier alle, oder was? Ich will meine Sachen und dann hau ich ab. Dann könnt ihr den Dreck selber wegmachen. Sowas ist mir noch nie passiert. Wo ist der denn hin damit? Je nachdem, was man noch brauchen kann. Was man noch brauchen kann? Wo der damit hin ist? Vermutlich erstmal ins Untergeschoss. Hoch? Nee, nach unten, und zwar sofort. Oh, das tut mir leid. Das gibt's doch gar nicht. Wir waren mal zusammen in der Kiste. Hallo? Ja, komm mal her, du. Ah. Und gehst du noch ins Peaches? Hm, manchmal. Ich wollte wirklich mal vorbeikommen. Aber ja, irgendwie kam dann immer was dazwischen und ja, irgendwann ist das zu spät. Nee, wieso denn? Ich könnte zum Beispiel heute Abend. Wie sieht's aus? Ja, wenn du willst, dann können wir auch jetzt gleich gehen. Mir langt das hier sowieso. Was ist das hier eigentlich für eine Firma? Ach, ein Irrenhaus. Ja, das glaube ich auch. Ich hole nur schnell meine Sachen und dann hau ich ab. Möchtest du, dass ich dich begleite? Nee, ich hole nur die Sachen. Du kannst da oben warten. Tschüss. Ja, tschüss. Geht's noch? Ich glaub, es hackt, du. Ich wusste es. Ja. Ich wusste, dass ich dich hier treffe. Also doch. Was machst du denn hier? Was ist denn das hier überhaupt? Es tut mir so leid. Was denn? Alles. Aber natürlich hauptsächlich mit uns. Was heißt das? Ich habe immer gehofft, wir kommen wieder zusammen. Echt? Ja, ich doch auch. Aber warum hast du denn so lange mit dem Herzchirurgen... Ich wusste immer, dass er der Falsche war. Ja, ich auch. Aber warum bist du denn so lange mit ihm zusammengeblieben? Man denkt halt immer, wird schon seine Richtigkeit haben. Bis man merkt, Moment mal, ich bin ja völlig fremdbestimmt. Und dann traut man sich eben nicht, den Mund aufzumachen. Und irgendwann ist es zu spät. Das ist überhaupt nicht zu spät. Du trennst dich einfach von ihm, jetzt gleich. Und wenn du willst, dann kann ich auch mitgehen. Oder wenn du willst, kann ich ihm das auch sagen. Nein, wenn das so einfach wäre. Ich habe schon drum gekämpft, dass wir uns jetzt hier noch mal sehen dürfen. Bedroht er dich? Was? Nein. Du weißt es noch gar nicht? Was denn? Es ist Schluss. Ja, aber ist doch super. Davon rede ich doch. Nein. Das meine ich nicht. Ich meine alles. Es hört alles auf. Ach Quatsch, jetzt fängt's an. Jetzt fängt's richtig an. Es gibt keine 32. Ja, nee. Aber weißt du, was komisch ist? Man kommt auch gar nicht in die 31. Ich liebe dich. Ja, ich dich doch auch. Du bist die Liebe meines Lebens. Ich hätte so wahnsinnig gern mehr Zeit mit dir gehabt. Ja, aber das liegt ja an dir. Nein, das liegt eben nicht an mir. Ich habe mir echt Hoffnung gemacht. So eine Scheiße. Was ist denn los? Du bist so komisch. Ja, und dafür habe ich auch hart gearbeitet. Aber das interessiert ja niemanden. Sehen ja alle immer nur die Emotionstante. Natürlich kann ich auch komisch sein. Sogar Steppen habe ich mir beigebracht. Weil es ja mal am Anfang hieß. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Du sagst jetzt, dass es eben ist, wie es ist. Und dass man dankbar sein muss für die Zeit, die man hatte. Nee, das sage ich ganz bestimmt nicht. Das stimmt doch gar nicht. Ich will ja nicht, dass es aufhört. Ich will, dass es weitergeht mit uns, mit dir. Ja, wir hatten nur noch gar keine Zeit zusammen. Nur diese verkackten 6 Wochen. Und dann bist du abgehauen. Das war nicht meine Entscheidung. Ja, kannst du mir gleich alles in Ruhe erklären. Wir gehen jetzt erstmal schön zu mir. Und dann... Es tut mir leid. Was? Wieso Blumentöpfe? Ja, das ist die interessantere Metapher. Los, komm, wir hauen ab jetzt. Wir müssen hier weg. Lass doch, Schotti, es hat doch keinen Sinn. Nee, jetzt komm. Lass mich. Ich will keinen Ärger. Und ich habe auch schon die ganze Rede gelernt. Was denn für eine Rede? Über dich. Du hältst eine Rede? Über mich? Keine Sorge, ich sage nur gute Sachen über dich. Und die Rede ist mein einziger großer Auftritt und den möchte ich mir nicht nehmen lassen. Ich muss ja auch sehen, wo ich bleibe. Willst du mal hören? Ja. Gut, oh. Nächstes. Lieber Heiko, als ich vorgestern die Nachricht bekam, dachte ich als erstes, das wäre ein makaberer Scherz. Eine Verwechslung. Jedenfalls ein Irrtum. Und es ist auch ein Irrtum. Ein schrecklicher, sinnloser. Und doch ist er Realität. Und so ist heute der traurigste Tag in meinem Leben. Und ich möchte... Ich habe mir so fest vorgenommen, nicht zu weinen, weil ich weiß, du würdest es nicht wollen. Und wenn du wüsstest, dass du der Anlass bist, warum heute so viele Menschen traurig sind, wärst du der Erste, der versuchen würde, die Stimmung aufzulockern. Jetzt kommt dann hier ein Zitat von dir, sowas wie, wenn der Tod kommt, dann ist Sense oder sowas. Das von mir? Naja, zumindest könnte das von dir sein. Du wolltest nie etwas Besonderes sein. Und warst es doch. Nur wenige wussten, dass es hinter Schotty, dem Witzemacher, auch noch einen anderen Schotty gab. Einen, der sehr ernst war, der sich Gedanken machte und der letztendlich auch sehr einsam war. Na, da weiß ich ja gar nichts von. Ja, ist aber so. Über deinen Beruf als Tatortreiniger hast du gesagt, wo andere sich vor Entsetzen übergeben, da fängt meine Arbeit an. Eine Arbeit, die dir oft nicht leicht gefallen ist, die dich fast tagtäglich konfrontiert hat mit der Flüchtigkeit des Lebens, mit der Brutalität des Todes und der Frage, was bleibt, wenn einer stirbt? Deine typisch flapsige Antwort war, Arbeit bleibt übrig. Und wenn ich meine Arbeit gut gemacht habe, dann bleibt nichts mehr übrig. Lieber Heiko, ich habe dir in diesem Punkt schon immer widersprochen und tue es auch jetzt. Die Spuren, die ein Mensch hinterlässt, sind nicht wegzuputzen. Sie sind für immer da. Alles, was wir getan, gelebt, geliebt haben, ist für immer aufgehoben. Irgendwo. Das Universum verliert nichts. Es bleibt die Erinnerung, in der du lebendig bleiben wirst. Es bleibt die Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit, ganz viel Liebe bleibt. Und es bleibt eine Lücke, die du hinterlässt. Eine schmerzhafte Lücke, die durch nichts und niemanden ersetzt werden kann. Heiko Schotte, du warst ein feiner Kerl, anständig, hilfsbereit, mit Sinn für Gerechtigkeit. Du hast die Welt ein bisschen ehrlicher gemacht. Du hast sie heiterer gemacht und du hast sie auch ein bisschen sauberer gemacht. Professionell und präzise in der Arbeit. Unverstellt, großherzig und direkt einem Mitmenschen gegenüber. Einer dieser Mitmenschen bin ich gewesen. Und ich wäre so gerne noch mehr gewesen. Dein Lebensmensch. Deine Freundin. Deine Frau. Scheiße, ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist, Schotty. Sag mal, kann es sein, dass du mir gerade einen echt schrägen Heiratsantrag gemacht hast? Gott, Mama, jetzt mach's doch nicht noch schwerer, als es eh schon ist. Jetzt kapier doch mal, es ist Schluss. Aus. Sense. Wie? Sense? Jetzt sollte eigentlich dieser Kronleuchter darunter kommen. Weil das haben die wahrscheinlich hier anscheinend noch mal geändert. Und irgendwann ist es dann eben zu spät. Achtung! Achtung! Das ist eine Falle! Niemand was getan. Ich habe immer meine Arbeit gut gemacht. Tja, das war mal das eine oder andere, aber es läuft doch gut. Also insgesamt läuft das doch alles gut. Es gibt da sicherlich eine Lösung. Das löst sich irgendwie. Das kriegt man alles wieder hin. Am Ende ist immer alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das